Eine kleine Unachtsamkeit. Schon ist es passiert. Der Zeh ist gebrochen. Vielleicht sind sie barfuß gegen einen Stuhl gelaufen. Oder sie haben ein Tischbein falsch erwischt. Jetzt ist ihr kleiner Zeh geschwollen und sie haben Schmerzen. Womöglich ist er gebrochen. Schwellung, Rötung und Blutergüsse sind typische Anzeichen. Ein Arzt kann feststellen, ob der Zeh gebrochen ist. Das können sie bei einer Fraktur tun. Lagern. Sieh den Fuß hoch und kühlen Sie ihn. Wickeln Sie ein Tuch um das Coolpack, um Erfrierungen zu vermeiden. In den ersten Tagen sollten Sie möglichst wenig herumlaufen, um den gebrochenen kleinen Zeh nicht unnötig zu belasten. Tragen Sie bequeme, offene Schuhe und vermeiden Sie unnötige Belastung. Damit der gebrochene kleine Zeh gut verheilen kann, können Sie einen Dachziegelverband am gebrochenen kleinen Zeh anlegen. Schneiden Sie 3 bis 4 Streifen Leukoplast ab. Wickeln Sie den ersten Streifen um den gebrochenen Zeh und den benachbarten Zeh, der als Schiene dient. Beginnen Sie am unteren Ende und überkreuzen Sie den Streifen vorne. Wiederholen Sie dies mit den anderen Streifen, bis der Zeh abgedeckt ist. So entsteht ein stabilisierender Dachziegelverband. Ein gebrochener kleiner Zeh benötigt 4 bis 6 Wochen zur Heilung. Geduld ist gefragt. Schmerzmittel können helfen, die Schmerzen zu lindern. Bei offenen Verletzungen oder Blutergüssen unter dem Nagel sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Mittels eines Röntgenbildes kann der Arzt feststellen, wie der Bruch verläuft. Eine Operation ist selten nötig, aber ärztliche Beratung ist wichtig. Halten Sie sich bitte an die Anweisungen des Arztes. So vermeiden Sie mögliche Komplikationen durch eine falsche Selbstbehandlung.